Also, was haben diese Professoren rausgefunden? Wie lautet das Endergebnis der Wissenschaft zu diesem Thema? Am schnellsten wird Ihnen das klar, wenn ich Sie beim Beispiel der Gesundheitsreform klar mache. Das Grundprinzip, nämlich das Grundprinzip, dass unser jetziges Wirtschaftssystem Konzerne sehr stark belohnt, wenn sie Raubbau an der Erde betreiben, ohne Rücksicht auf die Folgen für die Menschheit. Wir müssen es genau umgedreht machen. Wir müssen es belohnen, wenn meine Gesundheit gefördert wird, meine Lebensqualität. Und das schildere ich Ihnen jetzt ganz kurz, wie das gemacht wird. Ja? Stellen Sie sich vor, da vorne wäre mein Hausarzt. Ja. Der würde mir, ich mache es ganz kurz, Gesundheitskurse kostenlos anbieten, Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten, einen eigenen Sportverein, alles tun, damit ich gesünder lebe, mich gesünder ernähre und so weiter. Wenn ich seltener krank werde, kriegt der Arzt jeden Monat, für jeden gesunden Monat kriegt er Geld ausgeschüttet. Dadurch wird er und die Pharmaindustrie belohnt für Gesundheitsförderung und Förderung deiner Lebensqualität, ja? Und nicht mehr wie bisher, lasst uns so viel Tablettensüchtige wie möglich erzeugen, weil wir dann die größten Profite machen. Leuchtet dir dieses Umkehrprinzip ein? Ja, schon. Also das teilweise auch dann, also ich zweifle auch so ein bisschen, was die Pharmaindustrie da teilweise macht, dass das natürlich auch ist, um Menschen zu heilen, aber ich glaube, die könnten mehr, aber teilweise bringt das dann auch zu wenig Umsatz. Weil wenn es zu viele Gesunde gibt, dann gehen die pleite. Genau das ist die richtige Überlegung. Die haben Wissenschaftler wirklich präzise untersucht, dass es leider so ist, dass dieser ständige Anreiz, ich verdiene mehr Geld, wenn die Leute häufiger krank werden, quasi zur unbewussten Evolution von Strategien führt, die zu einer kränkeren Gesellschaft führen. Das hat man tatsächlich feststellen können. Und die Umkehr lautet halt, ganz kurz gesagt, alle Firmen belohnen, wenn es uns besser geht, aber nicht belohnen, wenn sie unser Leben zerstören. Ja, könnte man schon so sehen. Aber, also wie war das jetzt nochmal? Die Firmen werden belohnt, wenn... Ja, zum Beispiel mal ein Beispiel. Mein Lebensmittelhändler kriegt von der Krankenversicherung Gewinnzuschläge ausgeschüttet, wenn die Kunden, die dort typischerweise einkaufen und ja Mitglied der Krankenversicherung sind, seltener krank werden als vorher. Das heißt, er wird ein Interesse entwickeln an naturbelassenem Anbau, an sauberen Böden, an entgifteten Böden und er wird ein Interesse gewinnen daran, dass ich nicht krank werde. Und nicht mir möglichst viel Zuckergetränke verkaufen und möglichst viel fettige Sachen und sonst wie. Verstehst du die Interessensumkehr? Ja, auf jeden Fall dann. Dann versuchen die, dann würden die versuchen, eben den, also das Leben von den Menschen dann zu verbessern. Aber bisher ist es ja eigentlich immer alles profitorientiert. Ja, und der Witz ist, dass die Wissenschaftler sagen, also dieses Gewinnorientierte, das werden wir aus den Genen der Menschheit nicht so ganz rauskriegen. Das ist okay. Wir müssen nur nicht zulassen, Gewinne durch Schädigung anderer. Wir müssen Gewinne für das Gute zulassen, aber nicht Gewinne für Schädigung des anderen. Da müssen wir das staatlich lenken. Wir müssen quasi die Marktwirtschaft lenken, zum Guten hin. Ja, so wäre das natürlich dann perfekt. Aber bis das erstmal klappt. Also letzter Gedanke dazu, stell dir vor, einzige Realisierungschance. Greta stände hier. Merkel stände hier, lauter Journalisten um uns rum und Greta würde nur einen Satz sagen. Lasst uns über den neuen dritten Weg der zweiten Scientists for Future weltweit in jeder Talkshow diskutieren, ob das die Lösung ist. Und dann haben wir es. Ja, auf jeden Fall.